Mit 99 Jahren, Bugs Bunny-Zeichner Bob Gieffens ist verstorben. Mit seinem schwungvollen Pinselstrich verlieh der Kultfigur Ausdruck. Nun ist er im stolzen Alter von 99 Jahren in Kalifornien verstorben, wie seine Tochter Mariana jetzt bestätigte. Bereits am 14. Dezember ist der Künstler den Folgen von akutem Atemstillstand erlegen. Vergangenen Samstag berichtete die Angehörige von vom Tod des zweifachen Vaters. Gegenüber Associated Press erinnerte sich Mariana rührend an ihren verstorbenen Papa. Er habe früher ausgesehen wie der von ihm gezeichnete, immer energiegeladen und Pfeife rauchend. In seiner sechs Jahrzehnte umspannenden Laufbahn animierte der Amerikaner aber nicht nur den tätowierten Seemann und den Karottenfan. Unter anderem ist er auch für das Aussehen der Streithähne Tom und Jerry, die Ente Daffy Duck sowie Alvin und die Chipmunks verantwortlich. Seine steile Zeichenkarriere begann der 99-Jährige direkt nach der High School, wie Tim Raab zusammenfasste. Damals arbeitete er an dem Disney-Klassiker Schneewittchen und die Sieben Zwerge mit dem ersten Animationsfilm des Unternehmens. Den Cartoon Mümmelmann sollte optisch verändern, die vorigen Versionen seien zu süß gezeichnet gewesen, für den frechen Charakter des Häschens.